Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. In diesem Video stelle ich euch wieder mal ein Spiel aus dem App Store vor. Dieses nennt sich Cosmic Bump und ist als Universal-App für 79 Cent im App Store zu finden. Ja, wenn ich jetzt hier auf Play drücke, komme ich hier zu der Level Pack Auswahl. Hier gibt es insgesamt 5 Level Packs. Es kommen aber noch weitere dazu. Und ja, gehe jetzt einfach mal ins erste Level rein, um euch das Spielprinzip so ein bisschen darzustellen. Ja, und zwar muss man halt diese Kanone hier so ausrichten, dass die Figur dann alle Energiepacks einsammeln kann, und dadurch sollte man natürlich das auch gleich schaffen mit einer Figur, und dann kriegt man hier die Punkte angezeigt. Je nachdem, wenn man das halt nur mit nach dem zweiten Versuch schafft, kriegt man auch nur 2 Sterne oder nach dem ersten halt nur 1 Stern. Wenn man es auch noch in einer bestimmten Zeit schafft, kriegt man hier noch einen Zeitbonus. Und die Level werden natürlich dann auch mit der Zeit immer schwieriger. Man bekommt dann auch so kleine Features, wie hier jetzt dieser Beamer. Da kann man dann einfach jetzt oben rauf tippen und dann kann ich die Figur an einer bestimmten Stelle wieder fallen lassen. Oder man hat hier so einen Flipper, da kann man dann die Kugel oder die Figur wieder so nach oben schießen, um somit dann auch alle Energiepacks wieder einzusammeln. Jetzt gehe ich einfach nochmal in eine weitere Welt weiter hinten hinein. Und hier gibt es dann auch die Möglichkeit, so Ventilatoren einzusetzen. Ihr seht das hier. Hier muss man dann an der richtigen Stelle die Flipper dann wieder antippen, dass sie sich öffnen, damit ich dann die Kugel in die gewünschte Etage dann reinbekomme. Ja, wie gesagt, diese kleinen Features muss man dann auch im späteren Verlauf immer gut einsetzen, und da muss man dann schon nochmal nachdenken, wie könnte das jetzt am besten funktionieren und wie schaffe ich das in einer schnellen Zeit. Trotzdem macht es aber auch sehr viel Spaß, dieses Spiel auch besonders auf dem iPad zu spielen, aber auf dem iPhone oder iPod Touch ist es natürlich genauso. Ja, ich finde, dieses Spiel macht wirklich sehr, sehr viel Spaß, ist auch zu Recht iTunes App der Woche im Moment und ist für 79 Cent als Universal App wirklich nicht zu teuer. Und ja, wie gesagt, es macht wirklich viel Spaß. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, könnt ihr gerne einen Daumen nach oben geben oder mich abonnieren, wenn ihr weitere Videos von mir sehen möchtet. Es wird auch bald, also diese Woche, ein iPhone 5 Unboxing kommen. Das wird am 21. hoffe ich dann, dass ihr auch das iPhone 5 dann bekommt im Apple Store. Und ja, wenn ihr sehen wollt, einfach oben abonnieren. Und dann kommt Freitag das Unboxing zum iPhone 5. Ich bedanke mich schon mal fürs Zuschauen und sage tschüss, bis zum nächsten Video und viel Spaß mit der App.